Achieved with CryEngine. Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Homefront. Jetzt müssen wir schauen, dass ich die ganze Ausrüstung wieder mit Munition auffülle. Da müsste ja hier irgendwo... Wow, nein! Habe ich schon wieder vergessen gehabt, dass ich da nicht einfach auf der Seite runter kann. Das geht ja bloß auf der anderen. Wo ich so ganz einfach runterspringen kann, ohne dass irgendwas passiert. Hier muss ich ja den normalen Weg nehmen. So. Und dann kann ich hier irgendwo das Waffenversteck nehmen. Sollte doch hier sein. Na, hier hinten war's. Okay. Ganze Munition und alles nehmen. Noch irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Da oben haben wir noch etwas. Eine Brandbombe. Das war's dann, glaube ich. Okay. Dann schauen wir, glaube ich, noch mal zu dem Treibstofflager und probieren das. Wo wir in der letzten Folge schon waren und schauen, ob wir es diesmal hinbekommen. Weil viel dürfte ja, glaube ich, nicht mehr zu machen sein. Hoffe ich jetzt. Ja, die sind wieder komplett alle da. Ach, scheiße. Jetzt. Vor allem, wenn der Große da auch wieder da ist, ist das echt nervig. Scheinbar steht da schon einer neben mir. Alter, hält der viel aus mit seiner Kampfpanzerung. Ach ja, ich konnte mich ja auch heilen, habe ich ganz vergessen aus irgendeinem Grund beim letzten Mal. Die sollten ja immer Munition dabei haben. Ja, okay, 8 Schuss ist jetzt nicht die Welt. Oh, dann kann ich zumindest die eine Waffe hier wieder halbwegs aufrüsten und hernehmen. 29 ist besser als 0. Wir rennen jetzt wieder auf den. Das sind meine. Irgendwo hier müsste noch einer sein, oder was? Da, da ist das letzte Treibstofflager. Okay, und damit sollte jetzt das Lager uns gehören. Okay. Da war ich das letzte Mal so knapp dran und hab's nicht hinbekommen, weil ich das eine Lager übersehen habe. Das ist echt peinlich. Gute Arbeit beim Zerstören der Benzinversorgung. Je weniger Zugriff die KVA darauf hat, desto besser. Jetzt muss ich wieder schauen, dass ich Munition bekomme. Ja, nichts Scheiß auf die
Schulden! Ich scheiße, Tony Alpha, Tony spricht. Schon was gehört? Sind gerade auf eine Nordpatrouille getroffen. Konnten leider nichts über Worte herausfinden. Mussten verschwinden, als die Unterstützung eintraf. Verstanden. Seid vorsichtig, Jungs, ernsthaft. Wenn ihr etwas findet, fordert sofort Unterstützung an. Ihr macht euch das wird jetzt eigentlich nicht die, die Karte, ja. Was haben wir hier noch? Willow's Diner? Probieren wir jetzt mal kurz das noch. Ob wir das einnehmen können? Ja, ich würde gern am besten die ganze Stadt erst alle Punkte einnehmen, bevor ich dann das Hauptziel mache. Nicht, dass dann irgendwie weitergeht ins nächste Gebiet oder so und ich nicht mehr weiterkomme. Ich sollte vielleicht durch die Stadt nicht gerade mit einem Gewehr laufen. Okay. Das war knapp. Fast hätte mich diese Drohne da erwischt. Heißen doch Drohnen, ja. Bringt zwar eh nichts mehr, aber naja. Gut, dann schauen wir mal. Wow, bin ja schon da. Wow. Das war knapp. Was wäre hier reinkramt? So, jetzt der erste. Ah, das ist wieder einer von den Großen. Das ist nicht gut. Fünf, da ist die Granate. Ah, jetzt so. Boah, selbst die macht da kaum was aus. Alter, ist das mies. Okay, und jetzt glaube ich, kann ich es schon einnehmen, weil keine mehr da sind, oder wie? Schon wieder eine Kraftstofflieferung zerstören. Das ist aber kein Kraftstoff hier. Oder steht der diesmal da draußen? Sieht das gerade richtig? Ja, na klar. Lasse erst hier raus und jetzt hier alles beschießen. Und jetzt kann ich da wieder rein. Hätte ich gleich den Steg nehmen können. Aber zumindest habe ich da aufgeräumt, bevor ich hier rein bin. Dann ging das einigermaßen schnell. Okay. Damit hätten wir jetzt auch das Willow's Diner befreit, gesichert, wie auch immer man es nennen will. War ein ziemlich großes Gebiet. Aktuelle Terroristen. Die KVA hat eine Menge ihrer Vorräte in Willow's Diner gebunkert. Jetzt, wo du ihn gesichert hast, können wir diese Nahrungsvorräte den Bewohnern von Philadelphia zukommen lassen. Ich muss mich bei dir bedanken, Brady. Ja, gern geschehen. Okay, gut. Dann war's das wieder mit dieser Folge. Bitte komm. Was ist hier los? Scheiße. Nach Lombard gefahren sein. Die Drohne habe ich übersehen. Wir checken das mal. Okay. Jetzt würde ich eigentlich sagen, es war's mit der Folge, aber jetzt muss ich erst noch um die Drohne hier ganz kurz kümmern. Wir sind jetzt in die Luft geflogen. Irgendwas hinter mir ist hochgegangen. Aber was? Ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Dann war's das wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.